Hallo, ich bin Lea von Nunilea Design und hauptsächlich Modedesignerin und ich dachte, ich fange mal wieder mit dem Vloggen an. Das habe ich vor einiger Zeit mal hier auf YouTube gemacht oder beziehungsweise je nachdem, wo ich das hier noch vielleicht hochladen werde. Und habe jetzt mal wieder ein bisschen Energie getankt durch die doch längere Pause und dachte, ich mache das jetzt mal wieder. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich habe ein paar Zuschriften bekommen, dass doch Leute danach gefragt haben, ob ich damit nicht mal wieder anfangen möchte. Und ich dachte, das machen wir jetzt mal. Und ja, heute ist Montag. Wir starten ganz frisch in die Woche. Habe eben schon ein paar Schnittbilder gesammelt. Und ich bin jetzt gerade fertig mit der Uni und fahre jetzt nach Hause. Beziehungsweise, doch erstmal nach Hause, bevor ich dann in den Laden fahre. Und kümmere mich um was zu essen, denn ich habe doch ganz schön Hunger. Heute hatte ich Mode-Illustration und Modezeichnung in der Uni. Ich studiere aktuell Designingenieurfachrichtung Mode an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Ich habe ja schon ein abgeschlossenes Modedesignstudium, wie vielleicht der eine oder die andere weiß, die hier schon länger dabei sind. Und dachte mir aber jetzt nach einiger Zeit selbstständig, dass ich doch noch mal ein bisschen was dazulernen möchte, je nachdem, ob ich weiter mit der Selbstständigkeit, also alleine Selbstständigkeit weitermachen möchte oder vielleicht auch nochmal irgendwo in ein Angestelltenverhältnis gehen möchte. Und dachte, ja, mehr dazu lernen ist nie eine schlechte Idee. Das passt gerade so ganz gut in meinen Alltag und deswegen mache ich das. Ja, und jetzt geht's erstmal nach Hause. Ich war jetzt mal schnell einkaufen und habe hier diese wunderschönen Leimwände gekauft. Und zwar direkt zwei Pakete und ein bisschen eskaliert mit neuen Farben. Hier so richtig schön große Tuben. Ich habe zwar noch Acrylfarben, aber so diese Standardfarben, ne, zum Mischen, dachte ich, wäre mal ganz gut. Ein neues Pinselset, weil es billig und rosa war. Und hier ein bisschen lufttrocknenden Ton, hoffe ich. Das ist Stone Optik. Da gab es leider, ich hole sonst immer den von Nanunana, glaube ich, ist der. Das war jetzt alles Action. Aber ich glaube, vielleicht ist der sogar ganz cool, wenn der so hellgrau ist, dass der noch besser zu bemalen ist. Und ja, die hatten halt nur dieses und das muss jetzt passen. Denn am Donnerstag ist Feiertag und da gibt es bei mir uns eine kleine Art Night, eine selbstgemachte. Und zwar kommen ein paar Freundinnen vorbei und wir malen ein bisschen auf Leinwände oder machen ein bisschen was aus Ton. Eine wollte was nähen und ja, so ein bisschen zusammensitzen und basteln. Das habe ich ja früher ganz viel gemacht mit Cosplay, dass ich mich mit meiner Freundin getroffen habe und wir haben zusammen Cosplay gebastelt. Und da das jetzt so wegen Entfernung und Leben aktuell nicht mehr so stattfindet, dachte ich, ist das vielleicht ganz cool. Dann hat man auch dieses kreative Zusammensein und man hat nachher vielleicht was Cooles, was man sich an die Wand hängen möchte oder hinstellen will oder benutzen will aus Ton. Ich habe da ein paar Sachen gespeichert. Da werde ich aber hoffentlich am Donnerstag dran denken, euch dazu zeigen, was ich gemacht habe oder was vielleicht auch was wir alle so gemacht haben, was so die anderen gebastelt haben in der Zeit. Aber ja, jetzt habe ich dafür erstmal eingekauft und jetzt muss ich auch mich schon ein bisschen beeilen, denn gleich wartet meine neue Praktikantin am Laden, denn ich habe schon wieder eine wundervolle Schülerpraktikantin da für einen Monat. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Das ist mir ganz spannend, wenn jemand Neues da ist und ja, deswegen bis gleich. So, Hallöchen, ich melde mich auch nochmal. Ich habe jetzt Feierabend und der erste Tag mit meiner neuen Praktikantin lief sehr, sehr gut. So, jetzt nochmal draußen. Das hat mich ganz doll gestresst, gerade den Take aufzunehmen. Also, der Tag heute mit meiner neuen Praktikantin war richtig, richtig toll. Ich habe jetzt halt nichts gefilmt, weil ich mich halt darauf konzentriert habe, ihr alles zu zeigen und ein bisschen einzuarbeiten bei mir. Sie hat tolle neue Produktfotos gemacht für ein neues Geschenkset, was es vielleicht, also wenn der Vlog hier rauskommt, hoffentlich schon längst online ist. Also entweder packe ich es heute oder morgen dann online. Ja, und wir haben uns ein bisschen kennengelernt, beziehungsweise ich kannte sie halt schon von vorher. Sie hat nämlich früher schon meine Streams geschaut auf Twitch und daher kenne ich sie und deswegen kannten wir uns so ein bisschen und haben uns auch schon vorher mal getroffen, auf meiner Zweijahresparty zum Beispiel. Und ja, deswegen war das heute alles ganz harmonisch direkt. Man war nicht so ganz, ganz neu und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Tage und Wochen mit ihr zusammenzuarbeiten und ich hoffe, dass sie viel bei mir mitnehmen kann und dass ihr das auch Spaß macht und dass sie viel lernt und ja, darauf freue ich mich dolle. Und jetzt freue ich mich auf Feierabend. Morgen habe ich wieder um 8.15 Uhr Uni bis 14 Uhr und zwar geht es morgen Schnittkonstruktion. Das kenne ich zwar auch aus meinem ersten Studium noch, aber ja, nochmal so intensiver da reinzugehen, habe ich auf jeden Fall Lust drauf, das nochmal alles aufzufrischen und oder weiter aufzufrischen. Ich bin ja das in dem Kurs jetzt schon seit ein paar Wochen. Und dann gibt es noch irgendwas so mit Zahlen.
Da kann ich euch dann morgen sagen, wie der Kurs heißt. Der ist aber auch ganz cool, weil ich finde, der ist so sehr passend für das, was ich alles so machen muss für meinen Laden. Also da wird halt viel so über Kostenrechnung und sowas geredet. Und das sind also Sachen, die, glaube ich, so ganz gut sind für mich, dass ich die mal gehört habe, so ein bisschen professioneller auch nochmal erklärt. Und da hoffentlich viel für mich mitnehmen kann für mein Unternehmen. Und ja, das war's dann von heute und bis morgen. Auf geht's Dienstag. Ich habe ein bisschen Halsweh. Mal gucken, ob es über den Tag weggeht oder schlimmer wird. Uni war ein bisschen wild. Halsschmerzen sind besser, glaube ich. Ah, ich merke es dann auch. Doch. Also irgendwas ist da. Ich hatte auch mal Lippenstift drauf. Naja. Ich will jetzt mal laden, wie man es vielleicht so erkennen kann im Hintergrund. Ich mache gerade Licht an und alles. Ja, ich war nur die erste Vorlesung in der Uni, weil mir dann aufgefallen ist, weil mein Handy mir dann gesagt hat, hey, du hast jetzt gleich einen Zahnarzttermin, möchtest du nicht hingehen? Und ich aber halt so gute 40 Minuten, naja, mehr 50 Minuten vom Zahnarzttermin weg war. Und der aber in 30 Minuten schon war, ist gewesen, sein wird. Ja, dann habe ich ein bisschen gepanikt und war so, das ist jetzt ein bisschen doof. Hab natürlich auch kein Geld auf dem Handy, um irgendwen anzurufen. Und ja, eigentlich müsste ich als Geschäftsfrau mir mal hier so einen Vertrag machen, wo ich auch mit telefonieren kann. Aber ja, habe ich halt nicht. Ja, auf jeden Fall war das so ein bisschen stressig. Dann habe ich ein bisschen rumgeschrieben und habe meine Mama erreicht. Und habe ihr das halt gesagt, weil ich wusste, dass sie mich heute auch noch einen Zahnarzttermin hat. Dass sie da vielleicht für mich absagen kann oder Bescheid sagen kann oder wie auch immer. Auf jeden Fall war es aber zeitlich jetzt nicht so drin. Und dann habe ich mich so unglaublich schlecht gefühlt. War sie halt viel später als ich und das war halt dann auch alles ein bisschen knapp. Und dann habe ich mich so unglaublich schlecht gefühlt und in meinem Kopf halt, es hat sich alles gedreht, weil ich mir halt so dachte, so, das kann nicht sein, dass ich zu doof bin, um einen Termin zu machen und den auch einzuhalten. Und selbst wenn ich ihn nicht einhalten kann, dann da anzurufen oder Bescheid zu sagen, dass ich nicht da sein kann. Beziehungsweise, wie kann ich in der Uni ankommen und auf meinen Kalender gucken und sehen, dass ich einen Termin habe und das nicht gestern schon mitbekommen haben. Obwohl ich sogar noch gestern darüber geredet habe, dass ich ja jetzt bald irgendwann einen Zahnarzttermin habe, anstatt dann zu gucken, jo, wann ist denn dieses bald? Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann so schlecht gefühlt und so dämlich gefühlt, dass ich das nicht hingekriegt habe, dass ich nach Hause gefahren bin. Dann was zu Hause gegessen und habe dann rausgefunden, dass meine Mama meinen Papa angerufen hat und mein Papa für mich abgesagt hat, noch bevor der Termin war und so jetzt sich halt alles eigentlich geklärt hat und alles gut ist, außer dass ich halt heute nicht bei meinem Vorsorge-Zahnarzttermin war. Und jetzt geht's mir halt auch wieder besser, aber trotzdem ist es halt alles irgendwie so dämlich. Und dann war ich halt in der Uni, konnte mich halt auch null konzentrieren mehr und habe mich einfach nur durchgefühlt und war dann so, ja, okay, komm, tschüss. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall im Laden, jetzt kann ich mehr hier arbeiten, das ist auch schön. Ich habe endlich mal dran gedacht, Stoff mitzunehmen, tadada, denn dieser wunderschöne graue Stoff hier wird ein Kissenbezug, der bei mir geordert wurde. So, ich mache halt manchmal für Bekannte, ignorieren wir dieses Blatt da hinten, für Bekannte, Freunde, Verwandte, halt auch solche Sachen, die ich halt nicht im Laden verkaufe. Genau, aber den Stoff hatte ich da und daraus wird ein Kissenbezug und der ganze andere Stoff, der hier drumherum liegt, das werden alles neue, wunderschöne Scrunchies. Das sind nämlich so perfekte Stücke, woraus man perfekt ein paar Scrunchies herstellen kann. Denn ich habe ja schon länger diese Scrunchies hier, die hier auch ein bisschen versteckt sind. Da sind alle möglichen Stoffe, alle möglichen Größen, also ne, von der Größe zu hier etwas schmaleren Scrunchies. Alles mit dabei, 1 für 3, 2 für 5. Das werde ich auch wahrscheinlich beibehalten, diesen Stapel hier. Also diese, das hier. Dann habe ich ja die Scrunchies mit den Öhrchen, die kosten 7 Euro. Die habe ich auch immer noch. Ta-ta-ta-ta. Und jetzt habe ich relativ neu diese Scrunchies hier und diese Scrunchies hier. Die haben jetzt alle so ein Tag von mir hier oben drin. Loni Lea mit meinem Logo. Und die kosten jetzt 4 Euro das Stück. Da gibt es halt nicht so einen Mengenrabatt wie bei denen. Die sind halt alle ein bisschen hochwertigere Stoffe. Immer alle sehr gut verarbeitet. und halt mit dem Logo dran. Dadurch halt sozusagen erkennbar, dass das nicht die gleichen sind wie die da. Auch wenn das zum Beispiel manchmal Stoffe gleich sind. Aber genau, das hier sind immer die High-Class-Scrunchies jetzt. Die finde ich sehr schön und das finde ich ganz cool, dass man das so ein bisschen hat, wenn man dann sagt, jo, der ist jetzt vielleicht nicht ganz so perfekt geworden, dann gibt es den da ein bisschen günstiger oder der Stoff war ein bisschen kleiner oder
der Stoff war billiger oder so, dann gibt es den da. Oder halt ein bisschen teurerer Stoff, gute Verarbeitung, gibt es dann für 4 Euro. Da muss ich auch noch ein Preisschildchen dran machen. Und dann kann ich ja noch hier ein bisschen zeigen, was hier so abgeht. Ich habe immer noch 3 Jahreskalender da. Und der ist es ja schon gar nicht mehr April. Den können wir eigentlich auch mal umblättern. Die kann man nachher auch als einfach Bild benutzen. Wenn man die umklappt, dann hat man nur das Bild hängen. Also deswegen verkaufe ich die jetzt auch noch, obwohl wir schon Mai haben. Ich wollte euch zeigen, nochmal an alle, die vielleicht auch neu dazugekommen sind, dass wir es mal wunderschön laden. Aber ich wollte euch hier hinten zeigen, genau, was meine Praktikantin nämlich gestern gemacht hat. Und zwar ist das jetzt halt schon wieder abgebaut, aber das wird heute weitergebaut. Gibt es bald Geschenksets mit, also Küchenartikeln. Also hier der große Handschuh, die 2 kleinen Handschuhe, der gehäkelte Topflappen und ganz, ganz, ganz neu. Und wahrscheinlich auch nur in diesem Geschenkset gibt es so Kochlöffel. Hier, der ist auch noch in Anführungszeichen falsch, denn ich will das nämlich auf der Vorderseite mit den 4 Friends haben, aber auf der anderen Seite soll das Looney so rum sein. Also, dass wenn es hängt, das richtig rum ist. Na? Schärfe? So. Ja, die finde ich richtig cool. Da muss ich jetzt auch noch die anderen Blazern, das wollte ich nämlich jetzt auch noch machen, wenn ich jetzt ja schon früher hier bin. Das ist meine wunderschöne Laserstation. Genau, und hier an die Büste kommt dann die Schürze dran. Oder halt auch die gerade geschnittene Schürze gibt es dann an dieser Büste zu sehen. Und genau, da habe ich gedacht, natürlich, wenn ich so eine schöne Küche hier habe, kann man die ja auch nehmen. Ein bisschen unordentlich, aber wir machen hier nur einen Ausschnitt. Das Geschenkset Küche, ich weiß noch nicht genau, wie ich es nenne. Genau, das haben wir gestern gemacht, also die Pfannenbänder belasert und dann die ersten Fotosets zu machen. Also so, wie heißt das? Fotos? Die ersten Fotos zu machen. Ich habe gestern noch welche von diesen herzförmigen Topflappen genäht. Und bestimmt habe ich gestern noch irgendwas gemacht. Zeige ich euch vielleicht nachher noch. Aber jetzt schmeiße ich erstmal den Laser an, dass der ein bisschen lasert. Ich weiß gar nicht, wenn ich das aufnehme, ob das irgendwie problematisch ist? Nee, ne? Wenn das aufgenommen ist, kann man da reingucken. Oder wird man dann auch blind? Ich habe den Laser noch nicht so lange und kenne mich nicht aus. Und ja, aber vielleicht zeige ich euch einfach von etwas weiter weg, wie der Laser gleich lasert. Und mache mich an den Kissenbezug. Heute gibt es nur ein ganz kurzes Update. Es war Mittwoch. Mittwoch habe ich immer super lange Uni. Habe nicht so viel in der Uni gefilmt, außer mein tolles Bild. Ich bin richtig, richtig stolz darauf. Ich habe, glaube ich, gefühlt noch nie so was Gutes gemalt. Also was so nah am Original war. und ja, dann war ich tanzen. Deswegen sehe ich jetzt ein bisschen durchaus. Und bin ich auch. Ich bin auch echt müde. Und ich freue mich, dass morgen Feiertag ist. Was heißt, dass ich mich morgen mit ein paar Freundinnen treffe und wir zusammen einen Basteltalk haben. Und ich meine Haare nachfärbe, weil die möchten das langsam oder müssen mal langsam wieder ein bisschen nachgefärbt werden. Also hier mein Pony, den ich halt aktuell nur noch färbe. Ja, deswegen von heute gibt es nicht viel zu berichten. Ich war bis 18 Uhr in der Uni und dann beim Tanzen. Und jetzt soll ich schlafen. Ich mache jetzt wieder YouTubes. So, der Laden sieht schon wieder so aus. Ich weiß gar nicht, ob man das so erkennt, wenn man hier nicht so oft ist. Aber doch, man sieht schon, dass er irgendwie leerer wirkt. Ja, hier auch.
Denn es geht zur Messe. Boah. Beziehungsweise Auto ist geparkt und morgen geht's zur Messe. Meine Praktikantin ist gerade weg zur Bahn, damit ihr die hoffentlich noch bekommt. Und ich gehe jetzt nochmal ganz in Ruhe im Kopf durch, ob wir wirklich alles eingepackt haben. Mach noch die Kasse fertig. Und ja, guck dann, was ich morgen anziehe. Mach mich dahingehend fertig, dass ich morgen früh mich nur noch anziehen muss. Und dann los geht's. Vielleicht ein bisschen schminken, wenn man ein bisschen ansprechender aussieht, wenn man Leute ansprechen möchte, dass sie einem die Sachen abkaufen. Ja, fast gerade noch das neue Regal vergessen. Ich habe nämlich zu meinem Geburtstag ein Steckregal bekommen, was aber so stabiler ist. Und ich glaube, das ist richtig, richtig cool. Und habe das jetzt noch ins Auto gequetscht. Ja, gestern war ein bisschen wild. Ich weiß gar nicht, habe ich mich gestern nochmal gemeldet? Nee. Gestern hatte ich ja die Art Night, beziehungsweise ich wollte so selber so eine Art Night machen mit Freundinnen. Wir haben dann Haare gefärbt. Also wir sind relativ spontan, dann alle. Und genäht im Laden. Also gar nichts von dem gemacht, was wir eigentlich machen wollten. Aber es war trotzdem richtig, richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Entschuldigung, die Tür ist auf. Ja, aber es war ein richtig toller Feiertag. Also alles richtig gemacht. Ich habe gezeigt, ich hatte so Schnecken gemacht. So Zimtschnecken und Zimt mit so Erdbeerzeugs. Ich fand das Verhältnis nicht so ganz so gut. Hier steht noch eine, weil ich gerade eben eine gefuttert habe. Wunderschön, oder? Vom Teig zur Füllung, aber abgesehen davon kann man das machen. Die werde ich auf jeden Fall nochmal machen und dann nochmal ein bisschen verbessern. Ja, aber jetzt einmal nochmal durchgehen, auch hier die ganzen Schildchen mitnehmen mit Bezahlungsmethoden und so. Das ist immer wichtig, dass ich das dabei habe, das vergesse ich gerne, und Flyer. Und dann sollte ich hoffentlich alles dabei haben. Einen wunderschönen melde ich mich auch mal wieder zu Wort. Samstag, Sonntag waren sehr anstrengend. Aber es war eigentlich angenehm für eine Messe, denn es ging immer von 12 bis 19 Uhr. Samstag war halt ein bisschen früher zum Aufbau und ich war, glaube ich, um 9 Uhr irgendwas da. Und ja, es war richtig, richtig cool. Ich war auf einem veganen Foodmarkt und ja, wie ich mir das schon erhofft habe, bei dem Konzept waren wirklich nur richtig coole Leute da. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe viel mehr verkauft, als ich gedacht hatte, weil das doch sehr abgelegen in Köln war. Also für meine Verhältnisse von dem, wie ich Köln kenne. Und ja, es war richtig viel los. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, dass vielleicht noch ein oder zwei Nachbestellungen dann kommen von Sachen, die halt nicht am Messestand verfügbar waren oder nicht in der richtigen Farbe, nicht in der richtigen Größe. Darauf hoffe ich jetzt ein bisschen, aber ansonsten war trotzdem die Messe auch für mich ein voller Erfolg. Habe viele Flyer verteilt, gut verkauft und ja, freue mich jetzt wieder, dass es die erste Messe des Jahres für mich jetzt erstmal wieder rum ist und ich wieder so ein bisschen drin bin, weil ich war letztes Jahr auf super, super vielen Messen und Märkten und hatte dann die letzte irgendwie am 17. Dezember oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall schon relativ spät und dann war ich auch sehr froh, als sie zu Ende war, und habe dann erstmal ein bisschen Pause gemacht von Messen und Märkten, weil dann doch jedes Wochenende unterwegs zu sein, zusätzlich zu einer vollen Woche, ist dann doch echt sehr anstrengend. Aber ja, ich freue mich jetzt wieder, wenn es wieder ein bisschen mehr losgeht. Die nächste auf dem Plan ist die Ruhrperle und danach direkt die Dokumi, die auch, wo ich mich sehr, sehr, sehr drauf freue, aber wo ich auch noch sehr, sehr viel vorbereiten möchte. Ich habe ein sehr großes Stand, oder doppelt so großes Stand wie die letzten Jahre geholt. Und ja, freue mich da hoffentlich, mich gut präsentieren zu können. Deswegen, ja, die nächsten Wochen da auf jeden Fall auch so viel wie möglich vorproduzieren. Und ja, ich freue mich riesig, dass du dir diesen Vlog bis hier zum Ende hin angeguckt hast, wenn du jetzt hier bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, ein bisschen in meiner Woche mitgenommen worden zu sein. Und ja, mal schauen, ob das jetzt mal weitergeht, dass ich wieder regelmäßiger vlogge. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann lasst doch gerne einen Kommentar unten da. Und natürlich einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt.
und sage bis hoffentlich zum nächsten Video. The power of editing.